Hallo, mein Name ist Tobias und in diesem Video werden wir das Filter-Feature von Apache Camel kennenlernen. Es ist sozusagen das Äquivalent zum If-Statement in Java. Außerdem sehen wir, wie wir den Routenverlauf programmatisch abbrechen können. Um diese Features zu demonstrieren, wollen wir hier an dieser Stelle, nachdem der HTTP-Call an die Uni Heidelberg geschickt wurde und zurückkam, eine neue Logik einbauen. Dazu nehme ich jetzt aus der Zeichnung dieses Endpunkt-Symbol mal raus. Dieses Endpunkt-Symbol wird in Routen eigentlich immer da verwendet, wo ein fremdes System, also in unserem Fall ActiveMQ, angesprochen wird. Und eigentlich ist es damit in dieser Zeichnung auch ein bisschen redundant, denn ActiveMQ steht ja schon hier unten drin. Das heißt, ich nehme dieses Symbol jetzt mal raus. Und was wir hier machen wollen, ist überprüfen, ob die Uni Heidelberg die Adresse korrekt verstanden hat, also sprich eine Geokoordinate zuordnen konnte oder nicht. Das heißt, wir wollen Fälle unterscheiden und das macht man üblicherweise mit dem Filterbaustein. Das heißt, hier an dieser Stelle baue ich den Filterbaustein ein und der Filterbaustein unterscheidet mir zwei Fälle. Der eine Fall ist, es konnte eine Geokoordinate zugewiesen werden, dann geht es hier hinten weiter. Das heißt, die Nachricht wird dann an ActiveMQ zugestellt und eine korrekte HTTP-Antwort formuliert. Der andere Fall, das ist der Fehlerfall, das heißt, es konnte keine Geokoordinate zugewiesen werden. Dann kommen wir hier unten sozusagen raus. Und das ist genau das, was wir jetzt realisieren wollen. Dazu überprüfen wir als allererstes mal, was der Geocoder zurückgibt, wenn wir hier eine ungültige Koordinate übergeben. Und das heißt, ich schreibe hier einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 und ABCDE rein. Schickt das Ganze ab und dann schauen wir mal ins Log, was hier genau zurückkam. Dann steht hier Ziel Doppelpunkt leer und das liegt nahe, dass dieser Header Ziel hier in dem Fall, dass die Geokoordinate nicht zugeordnet werden konnte, einfach leer ist. Und das heißt, was wir hier machen, ist, dass wir jetzt hier den Filterbaustein einbauen und auf eine Bedingung filtern, Header Ziel is equal to leerer String. Und dann terminieren wir das Ganze noch mit einem End. Und dieses Filter entspricht im Prinzip in Camel genau dem Java If. Das heißt, das, was jetzt hier an Cursor-Stelle formuliert wird, wird nur ausgeführt, wenn die Bedingung hier true ist. Das heißt, wenn der Header Ziel genau der leere String ist. Man beachte, dass dieses is equal to nicht das normale Java equals ist, sondern eine spezielle Funktion, die ausgewertet wird, wenn die Nachricht diese Stelle erreicht. So, wenn das Ziel jetzt also leer ist, setzen wir zum Beispiel den HTTP Response Code auf 400. Das heißt, wir zeigen an, dass ein Fehler im Client gemacht wurde. Wenn ich das jetzt so formulieren würde, dann würde allerdings hier der Header HTTP Response Code gesetzt. Und da das hier ein einfaches If ist, würde also, wenn das Ziel erst das hier ausgeführt werden. Nachdem das hier ausgeführt wurde, aber nichtsdestotrotz weiterhin die Nachricht an ActiveMQ weitergeleitet und der Header hier natürlich wieder überschrieben werden. Und das heißt, ich will hier ein weiteres Feature einbauen. Und zwar will ich hier an dieser Stelle die Routenausführung terminieren. Das mache ich, indem ich hier ein einfaches Stop einbaue. Stop beendet hier die Ausführung der Route und damit bekommen wir eben genau das, dass wir hier abbrechen und zurückgeben an den Consumer, mit dem wir unsere Route gestartet haben. So, das würde jetzt schon funktionieren. Ich will allerdings noch eine Kleinigkeit einbauen und zwar ist die Frage, was bekommt denn der Aufrufer zusätzlich zu diesem Statuscode 400 zurück? An diesem Statuscode 400 hängt nämlich auch noch ein HTTP-Body dran und das heißt, den setze ich hier auch. Ich setze einen Body und sage, ich habe hier eine Konstante und das ist ein JSON-Objekt, das ich für die Kürze direkt inline formuliere. Ziel nicht gefunden. So, und dass das ein JSON-Objekt ist, kann ich auch noch ankündigen. Dazu setze ich einen Header und sage, HTTP Content Type auf die Konstante Application JSON. Und damit weiß der Aufrufer, dass es sich hierbei um ein JSON-Objekt handelt. Und das erleichtert dem Client
dann die Behandlung. So, dann starte ich das Ganze mal neu, teste den Aufruf und jetzt schauen wir, was wir hier zurückkriegen. 400 Bad Request, Error, Ziel nicht gefunden, also genau das, was wir haben wollten. Jetzt gehen wir mal zurück und gucken, ob das Original noch funktioniert. Und 204 No Content, das heißt, der Aufruf ging tatsächlich durch. Ja, das war's für diesmal und damit sind wir schon fertig. Und beim nächsten Mal werden wir uns da angucken, wie wir die Luftentfernung von unserem Lager, das angeblicherweise in Bonn steht, zum Zielort abschätzen können, eben mittels des Bean-Features und wie wir dann die Entfernung dort tatsächlich berechnen. Ja, bis zum nächsten Mal.